Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 der Karriere mit Borussia Mönchengladbach. Und wie wir natürlich alle wissen, starten wir heute rein ins große Spiel gegen den großen FC Bayern München. Das wird direkt jetzt zum Start der Folge sein. Ansonsten haben wir hier noch die drei Spiele im Februar gegen Freiburg, Union und Köln. Da müssen wir mal schauen, was haben wir noch. Wir haben auch noch Hoffenheim, Bochum und Leverkusen. Und dann haben wir hier auch den im April. Weiß nicht, ob wir da schon reinstarten. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir heute gegen Bayern München und gegen Köln natürlich spielen, ist ja klar. Die beiden Spiele spielen wir selber und die anderen machen wir Schnellsimulationen, hier im März dann auch komplett. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein, zwei Spiele aus dem April mitnehmen. Jetzt geht es dann aber erstmal in die Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf, das auf jeden Fall. Letztes Spiel haben wir 1-2 verloren gegen Bayern. Gewinnen sie diesmal? Ja, also wir zeigen es ihnen, wir geben unser Bestes. Mehr können wir nicht machen. Im Spiel gegen FC Bayern München wartet sie ein echtes Duell der Giganten. Wer setzt sich durch? Ja, wir haben hart trainiert. Es wird schwer. Überhaupt, also einen Punkt zu holen wird schon schwer, aber wir geben unser Bestes. Und wir gehen mit unserer Elf, die rechts steht, rein. Unsere aktuelle Startelf, Stammelf, wie man möchte. Links sehen wir die Bayern-Aufstellung und sehen da einen neuen Stürmer mit En-Nesyri. Der müsste, glaube ich, von Sevilla gekommen sein und Kimpembe natürlich von Paris. Und Kimpembe auch direkt Kapitän. Ist eher unwahrscheinlich, dass es in echt passiert, wenn Kimpembe kommt, dass er direkt Kapitän wird. Aber naja, denken wir uns mal den Neuer als Kapitän. Auf jeden Fall geht es jetzt in die Partie. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Also vielleicht auch nicht. Ich versuche es spannend zu machen, aber wir werden sehen. Und da sind wir auch in der Allianz Arena. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach an Spieltag Nummer 21. Und wahrscheinlich das Topspiel. Ich gehe mal stark davon aus. Und dann gehen wir auch direkt rein. Da ist Müller frei durch. Da kommt Friedrich nur langsam hinterher. Und dann steht in der Mitte natürlich Joshua Kimmich. Und der haut den natürlich oben links in den Winkel rein. Und dann steht es 1-0 für Bayern. Weiter geht's. Und dann ist da Bayern durch und Jan Sommer ist da. Burkhardt stark durchgesteckt. Da ist wieder Burkhardt. Der macht das 1-1. Das kommt aus dem Nix, aber das war richtig gut gespielt. Immer eng am Gegner, aber immer die Pässe angekommen. Und dann steht es hier 1-1. Unser Top-Torjäger Jonathan Burkhardt. Habe ich nicht mit gerechnet. Sehr, sehr schön. Und das war wieder gut gemacht. Da ist wieder Jonathan Burkhardt. Und diesmal ist Manuel Neuer da. Stark abgefangen. Jonathan Burkhardt ist auf dem Weg. Jonathan Burkhardt mit dem 2-1 für Borussia Mönchengladbach. Fehler von Bayern. Und dadurch konnten wir wieder eiskalt zuschlagen. Und der Typ, der macht einfach weiter. Der kann nicht aufhören, Tore zu schießen. Also das ist absoluter Wahnsinn, was der hier veranstaltet bei Borussia Mönchengladbach. Der Wechsel hat sich mal gelohnt, würde ich mal behaupten. Und dann ist hier Jonathan Burkhardt, der das Ding wieder einmal an Manuel Neuer vorbei ins Tor schiebt. Bayern Angriff jetzt über rechts. Zweite Halbzeit mittlerweile schon. Keine Wechsel bisher. En-Nesyri. Und die passen sich richtig gut dadurch. Da ist Gnabry, aber Jan Sommer ist da. Sadio Mané macht das natürlich stark. Und dann der Schuss von Müller, der geht aber rüber. Adli auf Hofmann. Hofmann in der Mitte ist Jonathan Burkhardt. Und der Schuss war aber richtig schwach leider. Und dann war es natürlich eine Leichtigkeit für Manuel Neuer. Und jetzt mal Adli. Da ist Jesper Lindström, der kann flanken, das wissen wir. Und da ist Adli ans Außennetz. Ja, und für uns ist jetzt mal Zeit auch zu wechseln. Wir wollen ein bisschen Stabilität auch in der Defensive, wie immer. Netz geht raus für Benzibaini. Friedrich ist heute monsterstark, deswegen lasse ich ihn auf jeden Fall drin. Itakura kommt für ihn rein. Und dann werden wir noch Lindström auswechseln. Und dafür kommt dann Rodrigo Salazar rein, unser Neuzugang. Und da ist der Schuss. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Der Kopfball. Also, ich habe das doch nicht kommentiert, hat man ja gemerkt, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Aber war auf jeden Fall eine interessante Szene. Und das war richtig schön gemacht. Da ist Burkhardt. Oben steht Rodrigo Salazar und macht hier das 3-1.
Da hätte Burkhardt auch gut und gerne selber abschließen können, sieht aber den besser stehenden, besser positionierten Rodrigo Salazar und der kann dann den Ball ins Tor schieben. Und dann steht es tatsächlich 3 zu 1 für uns. Wer hätte das gedacht vor dem Spiel? Burkhardt mit seiner Vorlage hat er super gesehen und super umgesetzt und dann ist Salazar natürlich zur Stelle und macht für uns das 3 zu 1. So, das heißt, wir können auch nochmal wechseln. Burkhardt hat jetzt auch seinen verdienten Feierabend hier zu verbringen. Und dann kommt noch, ja, der Skelly, der spielt ja so selten, der kommt auch mal nochmal rein. Jetzt nochmal Bayern, das ist gut gespielt gewesen, Jan Sommers da. Da ist nochmal Jonas Hofmann. Armin Adli hat nochmal die Chance vielleicht, den Ball an Manuel Neuer vorbeizubringen. Und dann steht es tatsächlich 4 zu 1 in der 91. Minute. Machen wir noch einen Treffer. 4 zu 1 für Gladbach gegen Bayern. Ich krieg gerade Pokal-Flashbacks. Leider bin ich Bayern-Fan, deswegen nicht so positive Pokal-Flashbacks. Aber sehr, sehr geil. Jetzt trifft auch noch der nächste Stürmer mit Armin Adli. Die Wechsel von ihm sind noch nicht durch, also nicht wundern. Und Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Jetzt kommen die Wechsel erst. Ja, und da ist dann auch der Abpfiff. Wir gewinnen tatsächlich 4 zu 1. 4 zu 1! Wie kann das sein? Also das ist ja Wahnsinn. Also Bayern hat irgendwann halt einfach aufgehört, Fußball zu spielen, gefühlt. Also wir haben halt immer die Bälle gut abgefangen. Defensive war ultra stark heute. Und ja, absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir gehen zurück ins Menü. Und da gehen wir natürlich auch super gerne ins Interview nach dem Spiel. Burkhardt, heute 2 Tore gemacht. Super Leistung. Was ist unser Kommentar dazu? Das war insgesamt eine tolle Leistung. Ich meine, der hat ja auch sogar noch die Vorlage gemacht. Also, was der kann, das ist unfassbar. Das zweite Spiel lief besser. Ja, welche Änderungen haben wir vorgenommen? Ja, man kann sagen, wir waren besser vorbereitet. Also, wir wussten ja, dass wir schon mal eher so keine Chance haben, haben dann aber sehr frei gespielt und es hat sehr, sehr Bock gemacht und hat, ja, gut geklappt, wie man am Ergebnis sehen kann. Wie zufrieden sind sie? Tolles Spiel, Jungs. Mehr sage ich nicht. Und das Ganze war ja nicht nur einfach ein Topspiel der Bundesliga. Wir sind dadurch dann auch an Bayern rangekommen, beziehungsweise sogar kurzzeitig vorbeigezogen. Wir haben jetzt die Chance tatsächlich auf Platz 3 zu springen. An Bayern vorbei durch ein Spiel weniger. Also, ja, vielleicht können wir die Chance nutzen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wir gehen rein gegen Freiburg. Ja, und gegen Freiburg geht es dann mit der links stehenden 11 rein. Wir gehen in die Schnellsimulation. Können wir an Bayern vorbeiziehen? Wissen wir noch nicht. Ich weiß gerade nicht die Tordifferenz. Schauen wir doch mal rein. 1-1 auf jeden Fall. Wieder hat Burkhardt getroffen. Also, da muss man schon sagen, das ist die absolute Top-Verpflichtung. Und in der Tabelle sind wir an Bayern vorbeigezogen. Aufgrund der besseren Tordifferenz. Nächstes Spiel dann gegen Union Berlin. Auswärts. Die 11 seht ihr rechts von uns. Nächste Schnellsimulation. Und wir verlieren mit 0 zu 2. Das ist natürlich ein bitterer Rückschlag. Damit fallen wir auch wieder auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle, wie wir sehen können. Aber ist ja alles noch im Rahmen. Das muss man ja dazu sagen. Wir haben hier jetzt das nächste Spiel gegen Köln, unseren ja, Rivalen. Und die sind auf Platz 17 aktuell. Also da müssten doch eigentlich 3 Punkte drin sein. Und auch hier lassen wir uns natürlich die Pressekonferenz vorher nicht wegnehmen. Gewinnen sie diesmal. Wir werden alles geben. Ja, das Hinspiel haben wir, glaube ich, sogar selber gespielt, oder? 1 zu 1 ging das dann aus, stand da eben gerade. Deswegen mal gucken. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um solche Leistungen zu zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf. Und gegen Bayern 4-1 gewonnen. Gegen Freiburg unentschieden. Gegen Union dann verloren, aber es sind ja auch gute Clubs. Sind Sie vorbereitet auf die nächste Partie? Wir sind bereit. Es ist ein Spiel wie das andere, darf man nicht sagen, bei dem Spiel Gladbach gegen Köln. Und da gehen wir dann auch in die Partie rein, tatsächlich mit der gleichen Elf wie gegen Bayern München. Interessante ist nur, wir spielen bei Schnee. Das Gute ist, es ist nicht mehr so extrem nervig wie im letzten FIFA. Da war es für mich quasi unspielbar im Schnee, das ging gar nicht. Aber jetzt, FIFA 23, habe ich einmal im Schnee gespielt, das ging wieder. Also mal schauen, wir gehen rein in den Borussia Park gegen Köln. Und da sind wir auch schon angekommen, im verschneiten Borussia Park. Orangene Linien erwarten uns ja auch. Spieltag 24, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Das kann trotz der Kälte natürlich nur ein heißes Spiel werden. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Lee, da ist Burkhardt. Unten geht Hofmann mit. Jonas Hofmann! Starker Schuss, Schwebe ist da. Jonas Hofmann mit der Flanke. Da ist Jonathan Burkhardt mit dem Versuch des Fallrückziehers. Auch nicht schlecht. Nächster Angriff Lindström, Lindström. Mit der Flanke auf Adli und der mit dem starken Schuss, aber Schwebe wieder da.
starkes Passspiel von den Fohlen hier. Amin Adli, da geht Jonathan Burkhardt mit. Und der macht natürlich das 1 zu 0. Entschuldigung. Das 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Kurz vor der Halbzeit. Und das hat im Passspiel schon so gut ausgesehen. Und dann ist es auch kein Problem, das für Burkhardt zu verwandeln. Bootycam auch wieder am Start. Perfekt. Perfekter Spielzug. Perfektes Tor. Perfekte Fans. Perfekter Booty. Und rein geht's in die nächste Szene. Und das war stark gemacht von Köln hier. Jan Sommer ist da. Friedrich kann ihn klären und der nächste auch. Und da ist wieder Köln. Der Schuss kam aus dem Nichts, aber Jan Sommer passt da echt gut auf. Oh, Halbzeitfazit. Es steht 1-0 für uns. Man sieht ganz klar, dass die Statistiken für uns sprechen. Köln hat weniger Chancen auf jeden Fall. Aber sie kamen ein-, zweimal richtig gut durch. Aber mal schauen. Also bisher konnten wir unsere Chance besser nutzen. Köln bisher noch nicht. Also ich hoffe, es geht so weiter. Das war gut gemacht. Da ist Burkhardt. Der schickt Amin Adli. Der sich nicht... Doch, der kann sich durchsetzen. Und dann ist da Burkhardt. Und Schwebe ist wieder da. Fitnessbedingt machen wir jetzt aber ein paar Wechsel. Benze Baini kommt für Luca Netz. Dann wird Markus Thüram für Amin Adli kommen. Und noch Ko Itakura für Nico Elvedi. Marvin Friedrich, der könnte mal abziehen. Marvin Friedrich an die Latte. Und dann ist Thüram da und macht den Sack zu. 2-0 für Gladbach. Gerade erst eingewechselt, aber auch ein Wahnsinnsschuss von Marvin Friedrich. Und so wäre er anders gar nicht erst zu Thüram gekommen. Wahnsinniger Schuss. Und dann toller Kopfball von Markus Thüram. Sehr, sehr stark. Gucken wir uns mal an. War das vielleicht sogar mit der Hand drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns nochmal an. Da war die Hand auf jeden Fall bei der Torerzielung mit dabei. Das kann man nicht leugnen. Noch zwei weitere Wechsel. Neuers geht runter. Weigel kommt rein. Und ja, wir nehmen noch den Salazar nehmen wir nochmal rein. Für Jesper Lindström. Und da ist der Schuss von Köln. Jan Sommer ist da. Und direkt wieder der Ball nach vorne. Neuhaus Burkhardt, da ist Kone, da ist Jesper Lindström. Und Jesper Lindström, was ein starker Schuss. Noch vor seiner jetzigen, gleich folgenden Auswechslung macht er hier ein richtig schönes Tor. 3-0 und dann schraubt er das Ding in den Winkel. Und genau so haben wir das von ihm erwartet. Und das ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Den habe ich ja bei Frankfurt in meiner privaten Karriere schon ganz viel gespielt. Und der ist einfach... richtig, richtig gut. Und da hat Schwebe dann auch keine Chance, weil er einfach perfekt geschossen ist. Und da gut durchgesteckt. Johnny Burkhardt 4-0. 4-0. Es geht einfach weiter. Also heute ist irgendwie echt ja, positiv zu sehen, wie gut wir heute sind. Also das ist der absolute Wahnsinn. Gegen Bayern lief das schon so gut und jetzt auch gegen den ersten FC Köln, obwohl Köln natürlich auch auf Platz 17 steht. Da hat man dann eher schon mal sowas erwartet als gegen den FC Bayern. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung hier. Und Burkhardt, der schießt Tore am Fließband. Boah, das war stark gemacht. Und jetzt komm, wenn wir jetzt noch einen Angriff daraus kriegen, wäre das ja richtig gut. Und da ist direkt... Thüram, da ist Johnny Burkhardt, der sich durchsetzt und das 5-0 macht. Und ich habe es schon hinten bei der Balleroberung gemerkt, das könnte was werden. Und es wurde was. Es wurde das nächste Tor des Johnny Burkhardts und das 5-0 für Borussia Mönchengladbach. Und das ist hier einfach eine Machtdemonstration. Thüram arbeitet auch richtig gut mit. Der ist nicht mehr so steif wie in den ersten Spielen, wo ich ihn gespielt habe, muss ich sagen. Also der gefällt mir viel besser. Hat sich natürlich auch schon etwas verbessert. Und das ist natürlich absolute Stürmerqualität, was wir hier gerade gesehen haben. Ja, und da ist auch der Abpfiff direkt. 5-0 hauen wir Köln hier aus dem Stadion. Und ja, kann man nicht zu sagen. Hattrick von Burkhardt. Also wenn der nicht Top-Torjäger der Liga wird, egal auf welchem Platz wir am Ende stehen, dann weiß ich auch nicht.
Und hier sehen wir gerade, dass Mainz tatsächlich 3:2 gegen Dortmund gewonnen hat. Also vielleicht hat das sogar positive Auswirkungen für uns auf die Tabelle da hier. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Interview rein. Hätten Sie Burkhardt heute einen Dreierpack zugetraut? Ja, natürlich. Der macht andauernd so viele Tore. Also da ist ja wirklich ein Dreierpack nichts für den, ne? Muss man ja mal so sagen. Ist quasi der Erling Haaland der Bundesliga aktuell. Ja, wir haben 1:1 gespielt im Hinspiel. An uns sollte wohl jetzt erstmal keiner mehr zweifeln. Also das ist... Das ist Wahnsinn heute gewesen, wirklich. Ihr Kommentar zu diesem Ergebnis. Wir haben perfekt gespielt. So, und bevor es ins nächste Spiel geht, werde ich nochmal alle Entwicklungspläne durchgehen und die einmal aktualisieren, damit ja, die Entwicklung bestmöglich weiterlaufen kann. Ja, und im Spiel gegen Hoffenheim kriegt dann auch Burkhardt mal eine Pause. Thuram für ihn drin, ansonsten noch Weigel für Kone. Dann geht es auch in die Schnellsimulation gegen Hoffenheim mit einem hoffentlichen Punktgewinn. Zumindest einen Punkt können wir mitnehmen. Und wir haben dreimalige Scouting-Updates. Wir fangen an mit natürlich unserem Schweizer Torhüter-Scout, bei dem wir hier mit Jan Lehmann schon mal einen starken Mann haben. Patrick Bader, der ist zu schlecht vom Marktwert, genauso wie Nico Forster, den können wir auch nicht gebrauchen. Ansonsten Frankreich, Nolan Hardy, nehmen wir erstmal mit, schauen, ob wir den umtrainieren können, ob er dadurch eine bessere Gesamtstärke kriegt. Enzo Durant, genau das Gleiche. Ansonsten Frankreich nicht viel los und in Deutschland haben wir einmal Philipp Schuster, das machen wir auch, den nehmen wir auch nochmal mit. Simon Braun genauso, Gabriel Meyer, Leo Becker nehmen wir auch mit, obwohl es ein Torwart war, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Und dann schauen wir uns direkt mal die Jugendmannschaft an, die wir gerade quasi eingekauft haben. Lehmann, starker Torwart, nehmen wir auf jeden Fall oder behalten wir auf jeden Fall in der Jugendmannschaft. Dann haben wir Leo Becker von einer Gesamtstärke für einen Torwart, der zu schlecht, genauso wie Durant. Das macht keinen Sinn. Dann haben wir Philipp Schuster, 1,86 groß ZDM. Jemand von uns wird Innenverteidiger. Genauso sieht's aus. Schauen wir mal, ob der sich durchsetzen kann. Dann haben wir Simon Braun im ZM. Sieht mir eher nach einem ZOM aus. Trainieren wir um. Gucken, ob der sich durchsetzen kann. Und ansonsten haben wir noch Nolan Hardy. Und ja, der ist allgemein zu schwach, hat ein gutes Tempo, aber die restlichen Werte sind zu schwach, um damit aus ihm nochmal irgendwas wird. Und im Spiel gegen Bochum müssen wir natürlich 3 Punkte einfahren. Aktuell sind diese Platz 17, haben Köln auf dem 18. Platz verfrachtet, beziehungsweise wir waren das eigentlich. Aber egal, wir gehen in die Schnellsimulation rein, gegen den VfL Bochum mit unserer absoluten Top-11 von der Gesamtstärke her. Und da gewinnen wir auch 1:0. Heute Burkhardt mal ohne Tor. Ja, und jetzt steht auch schon das Spiel gegen Leverkusen an. Wäre normalerweise ein Spiel, was man selber spielen müsste. Allerdings will ich nicht immer nur gegen die gleichen Spieler, Gegner spielen. Deswegen auch hier Leverkusen in der Schnellsimulation. Wir spielen mit unserer Elf, mit der wir in ein Spiel reingehen würden. Und das klappt auch. Wir gewinnen mit 2:1 auswärts. Kone und Hofmann auf der anderen Seite Wirtz. Ja, der Burk hat so eine kleine Durststrecke aktuell. Also mal gucken, was mit dem noch wird, ob der in der nächsten Partie wieder treffen kann. Ja, denn wir sind jetzt auch schon im letzten Spiel dieser Folge angelangt gegen den VfB Stuttgart. In Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena. Wir gehen auf Schnellsimulation und das Spiel gewinnen wir auch mit 1:0. Und da ist dann auch Johnny Burkhardt wieder back in Business. Und tatsächlich haben wir jetzt mal ein Angebot für Ivandro Borges Sanchez bekommen, der einzige Mann, der noch bei uns auf der Verkaufsliste steht. Und das Angebot werde ich jetzt, damit es nicht irgendwie ja noch schief geht vielleicht, direkt mal annehmen, damit wir ihn loswerden. Ja, und dann haben wir jetzt hier auch die letzten 3 Scouting-Berichte. Wie wir an dem Text sehen können, ist es auch wirklich der letzte. Benjamin Lehmann, alles klar, brauchen wir nicht. Graf auch nicht. Enik Sommer auch nicht. Nein. Nochmal Samuel Tanner, der sieht ganz gut aus, den nehmen wir mit. Dann haben wir Christophe Mathieu, Moreau, Cohen, Laurent, Laporte. Und jetzt kommt noch der deutsche Scout, Mika Weber, sieht jetzt nicht so gut aus. Nein, nein, nein und auch nicht. Also der letzte war jetzt nicht ganz so gut, da haben wir nur einen Torwart mitnehmen können. Das waren jetzt ja auch die letzten und wir können tatsächlich die auch gerade nicht mehr losschicken, weil wir kein Geld mehr haben. Natürlich blöd, aber was soll man machen? Also aktuell kein Geld, um die Scouts loszuschicken. Das heißt, das wird erst wieder in der nächsten Saison was. Ja, und zum Abschluss der Folge schauen wir nochmal auf die Tabelle. Das sieht sehr gut aus mit der Champions League Qualifikation. Wir haben tatsächlich 8 Punkte Vorsprung auf dem 5. Platz. Und man sieht auch, dass es zwischen Platz 2, 3 und 4 richtig eng ist. Wir sind nur 1 Punkt dahinter Dortmund und Bayern. Leipzig vorneweg, die werden höchstwahrscheinlich Meister, leider.
Kann man nichts machen, ist nur ein Spiel. Aber wir auf Platz 4, wir können natürlich, ja, hoffentlich in der Gruppe bleiben. Also Vierter würde absolut reichen. Wolfsburg ist schon ein bisschen abgeschlagen von uns. Also müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, unten sieht es so aus. Köln auf Platz 18, da sieht es sehr nach Abstieg aus. Aber es sind noch 6 Spiele zu spielen, also mal schauen, wie die Tabelle am Ende aussieht. Ja, und dann sind wir jetzt hier auch im Kalender angelangt, um einen Plan für die nächste Folge oder die nächsten Folgen zu machen. Wir haben jetzt hier das Spiel gegen Dortmund und gegen Waldhof Mannheim. Tatsächlich würde ich sagen, dass wir gegen Waldhof Mannheim das Pokalspiel auch noch simulieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das dann auch gewinnen und da ins Pokalfinale kommen. Man weiß natürlich nie, was passiert, aber ich denke, man kann mal damit rechnen. Und dann würde ja hier irgendwie wahrscheinlich das Pokalfinale sein. Mein Plan wäre es jetzt, dass wir gegen Dortmund selber spielen. Also, dass wir nächste Folge eine kleine XXL-Folge machen. In Anführungszeichen, so krass lang wird die jetzt auch nicht. Aber wir haben dann zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund drin. Wir haben das Spiel gegen Leipzig drin. Und dann das mögliche Pokalfinale. Wenn wir reinkommen, hätten wir dann die 3 Spiele in der nächsten Folge. Dortmund ist wichtig. Die sind einen Punkt vor uns in der Tabelle. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Und gegen Leipzig, die natürlich Tabellenführer sind. Vielleicht können wir die noch ärgern. Mal gucken, wenn Bayern oder Dortmund vielleicht noch rankommen. Wir werden sehen. Und ansonsten halt das Pokalfinale, das Mögliche. Also, ich bin sehr gespannt. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr noch irgendwelche Spielervorschläge habt, weil in der übernächsten Folge würde es ja dann schon in die Sommertransferphase gehen. Aktuell bin ich sehr zufrieden, aber an irgendwelchen Stellen muss natürlich bestimmt irgendwas gemacht werden. Haut auf jeden Fall gerne Vorschläge in die Kommentare, wie ihr es auch in den letzten Folgen getan habt. Dann an der Stelle möchte ich auch nochmal kurz für die ganze Unterstützung bedanken, die Abos, die Likes und so weiter und so fort. Das wird immer wahnsinniger hier, das ist richtig, richtig cool. Und ja, dann würde ich sagen, lasst auch auf diesem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts, kriegt Push-Benachrichtigungen. Dann verpasst ihr wirklich überhaupt nichts mehr und kriegt jede Folge mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see.